Dieser kleine Fluss Pifka hat dieses ganze Höhlensystem geschaffen. In Slowenien liegen die Adelsberger Grotten. Nach Ljubljana sind es ungefähr 50 Kilometer und auch nach Triest. In dem Karstgebiet befinden sich die zweitgrößten Tropfsteinhöhlen, die für Touristen erschlossen sind in Europa. Die größte gibt es in Vietnam. Da kommt ein Luftzug raus. Die gesamte Höhle ist etwa 24 Kilometer. Ihr seht es erstmal mit dem Zug weiter. Die Streckenlänge beträgt 3,5 Kilometer. Die gesamte Strecke für Touristen sind 5 Kilometer. Das ist schon ein Erlebnis. Die meisten dieser Höhlen sind schon Millionen Jahre alt. Ist schon eine Wunderwelt mit den Stalagniten und Stalaktiten. Das Wahrzeichen der Höhle ist ein Stalaktit, der Brillant heißt. Der ist auch brillant. Was noch einmalig hier in der Höhle ist, ist der Artenreichtum von Tieren. Das ist die artenreichste Höhle der Welt. ...175 Tierarten gibt es hier in der Höhle. Davon kommen 115 nur in dieser Höhle vor. Im Eingangsbereich war früher ein Becken, da war so ein Grottenmolch drin oder so ein Schwanzlorsch. Das ganze Becken, glaube ich, hat man jetzt ins Innere verlegt. Was die Natur so alles zaubert. Um 1213 war schon die erste Höhlenbegehung. Seit 1818 gibt es hier unten Licht. Diese Höhlenbahn fährt seit 1872,
und die wurde erst 1959 elektrifiziert. In der Mitte der Eisenbahnstrecke gibt es eine größere Höhle. Da gibt es auch so eine Rutsche. Die Höhle besteht aus drei Ebenen. Die untere Ebene, da fließt der Fluss ja, Pifka. Hier wurden auch eine Menge Filme gedreht. Beispiel Winnetou 2 oder die Nibelungen. Die größte Besucherhöhle von Europa ist übrigens in Porto Cristo in Mallorca, mit dem größten unterirdischen See der Welt in einer Besucherhöhle. War wirklich das Geld wert. Und ein Temperaturunterschied zu draußen. Mit dem schönen Blümchen verabschiede ich mich jetzt.